Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 1. Wir saufen jetzt nicht erstmal mit ihm, sondern gehen zu dem Maid da hinten. Und gucken mal, was mit dem los ist. Ja, was hat Ritter Sporn verkackt? Hm? Wie viel Geld schuldet er dir? Also ich tippe auf 4. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Reißer Sendebote. Krauskopf, Häuter, Heuler, Brei. Okay, ihr habt alle seine den Namen. Hi. Herr Reißer erwartet euch unten. Aber seht euch vor den Wyvern vor, sie haben heute schlechte Laune. Ja, dann nehme ich kurz auseinander. Was für Wyvern? Vergesst es. Ich sehe es mir selbst an. Ja, dann nehmen wir die halt auseinander, Mann. Die haben auch nicht. Die haben auch kaum AP. Herr Wyvern, mal eben. Ich beklaue erst mit den Reißer. Hallo, Krauskopf. Ich habe es euch schon einmal gesagt, ihr könnt gehen, wohin ihr wollt, sobald Reißer sagt, dass ihr quitt seid. Keine Minute eher. Ja, das hattet ihr erwähnt. Wir haben das erste Mal gerade mit ihm gesprochen und wenn ich gehen möchte, gehe ich, du Hohlbirne. Päckchen mit Untertürk. Hallo, Herr Koch. Ich habe es euch schon einmal gesagt. Ja. Okay, die sind alle gleich. Steckt eure Nase nicht in andere Leute angelegt. Okay, ich stecke in andere Leute Kleiderschränke und Holztruhen. Das ist hier ein Goldring und Met aus Soden. Krauskopf? Achso. Ja. Krauskopf hatten wir schon. Brei hatten wir noch nicht. Ja. Okay, also jetzt mal nur kurz nebenbei. Das sind 5 Leute. Mit dem Typen da unten vielleicht 6. Ich hab hier sowas. Das nennt sich Gruppenkampfstil, Freunde, ja? Ich hack euch alle einfach kurz einmal zu Brei. Zahme Wyvern. Aha. Hallo Reißer. So, so, der Hexer ist doch noch so gnädig, mich aufzusuchen. Das ist die Tim Hartersporn. Mann hat mich auf der Straße angehalten. Ich frage mich, wie wohl die Chancen stehen, einen Kampf gegen 2 hungrige Wyvern zu gewinnen. Recht gut. Das hängt davon ab, wer kämpft. Jemand, der im Umgang mit dem Schwert nicht besonders geübt ist. Ein Künstler vielleicht, sagen wir, ein Minnesänger. Also, wie viel schuldet Ritter Sporn euch? Glatte 2000. Und ich weiß, dass er vorhat, die Stadt zu verlassen, sobald sie ihn aus dem Kerker lassen. Er ist so dumm zu glauben, er könnte Herrn Reißer übers Ohr hauen. Meine Männer haben sich umgehört. Wir wissen, dass er nicht mehr Geld hat als ein neugeborener Bettler. Und zu allem Übel ist auch niemand in der Stadt bereit, ihm etwas zu leihen. Ich habe keinen Streit mit euch, Hexer, aber offen gestanden könntet ihr seine einzige Chance sein. Also, was darf es sein? Wenn Ritter Sporn seine Schulden nicht bezahlt, tue ich es eben. Ihr seid vernünftiger, als ich gedacht hätte. Bringt mir das Geld schnell, einfach und sauber. Ich hasse es, euch unter Druck zu setzen, aber das Gefängnis kann ein deprimierender Ort sein. Ich habe erst kürzlich von einem Gefangenen gehört, der sich an den eigenen Schnürsenkeln aufgehängt hat. So deprimierend muss es für Rittersporn nicht werden. Wir haben eine Vereinbarung. Ich komme für seine Schulden auf. Nennt es einen Nebeneffekt von Freundschaft. Kodierung überlastet, das ist ja nicht so gut. Ich hoffe, einmal raus und rein tappen reicht. Ja, Klassiker. Ja, 2000 Euro, das ist jetzt nicht so viel. Wenn ihr reden wollt, kommt nach oben. Ich bin mit der Fütterung der Bühren fertig. Ich geh auch. Also nur mal kurz angemerkt. 6 Leute. Ich hab hier ein Hexerstahlschwert. Ja, das da. Und ich habe einen Gruppenkampfstil. Und dann liegen hier 6 Köpfe auf dem Boden rum, das ist kein Problem. Ich habe schon früher Leute getroffen, die versucht haben, Wyvern zu zähmen. Sie hatten alle. Ich habe schon früher Leute getroffen, die versucht haben, Wyvern zu zähmen. Sie alle hatten fehlende Gliedmaßen. Tiere können Stärke spüren, Hexer. Meine Mädchen wissen, wer ihr Meister ist. Daran habe ich keinen Zweifel. Zahlungsunfähige Schuldner und Betrüger sind ihnen am liebsten. Sie werden verspielt wie Katzen, wenn sie ihre kleinen Opfer quälen können, wenn sie ihnen die Augen aushacken, ihnen die Gedärme rausreißen. Nach ein paar Stunden ist nicht mehr übrig als einige Knochensplitter.
Ja, das machen sie mit dir auch, wenn ich dich da reinwerfe, möchte ich mal anmerken, ne? Bis bald. Okay. Also wir müssen 2000 Mark zahlen, um Ritterspann freizubringen. Gut, sollte jetzt nicht so die Herausforderung. Oh Gott. Ihr seht aus, als hätte euch ein Vogel ins Essen geschissen. Lief die Unterhaltung nicht wie gewünscht? Er ist nicht unbedingt der netteste Mann, den ich je getroffen habe. Nein. Gunn Hages, Anführer der Bruderschar. Meine Freunde und ich, nun, wir mögen Reißer nicht besonders. Um ehrlich zu sein, ärgert es uns ziemlich, dass dieser Trottel glaubt, er herrsche über die Straßen. Bin ich bei dir. Gerald von Rivia, Hexer. Macht ihr mir ein Angebot? In der Tat. Wir haben von euren Problemen gehört. Von euren und denen dieses liebenswerten Schurken Rittersporn. Und wir möchten euch helfen. Tja, was kriegt ihr da dafür? Verbreiten sich hier schnell. Welchem Umstand verdanke ich diese unerwartete Freundlichkeit? Sagen wir einfach, wir hätten nichts dagegen, wenn Reißer gedemütigt würde. Wir, die Bruderschar, besitzen etwas von Wert, einen Schatz, den wir euch anvertrauen würden, solltet ihr euch unseres Vertrauens würdig erweisen. Nun, das klingt alles ziemlich kompliziert. Aber ich bin nicht in der Position, euer Angebot abzulehnen. Doch, eigentlich schon. Wie kann ich mich würdig erweisen? Ihr müsst uns aufsuchen, eine nach dem anderen. Griffarin und Grusil findet ihr im Wirtshaus und Navik müsste beim Friedhofstor herumlungern. Wenn ihr mit ihnen fertig seid, kommt zu mir in meine Schmiede. Ich möchte ebenfalls testen, aus welchem Metall ihr geschmiedet seid. Okay, wir können uns das mit den Kloppen, schätze ich. Ich werde mal nachlesen, ob die Dingens cool ist. Klingt irgendwie mysteriös. Die Bruderschar bestand einst aus 5 Mitgliedern. 4 kennt ihr. Der 5. war Kuna. Gegen Ende des Krieges waren wir erledigt und pleite. Um ehrlich zu sein, haben wir dann angefangen, alle möglichen Händler zu überfallen und ihnen ihre Waren abzunehmen. Während eines solchen Überfalls haben wir einem fahrenden Händler einen seltsamen Stein abgenommen. Kuna kannte sich ein bisschen damit aus und meinte, er sei magisch. Er murmelte ein paar Worte und erschuf ein schimmerndes Portal. Er war überzeugt, wir würden auf der anderen Seite einen Elfenschatz finden. Die Langohren lagerten ihre Wertsachen angeblich in Verstecken, die man nur durch Portale erreichen konnte. Angetrieben von seinem Glauben, Mut und vielleicht auch ein wenig Gier, trat Kuna hindurch und kehrte nie zurück. Und ihr wollt mir diesen Stein überlassen? Klingt eher gefährlich als verlockend. Kuna war nur ein Schreiber, der der Armee aus Abenteuerlust beigetreten ist. Aber ihr seid ein Hexer. Falls wirklich etwas auf der anderen Seite lauert, bin ich mir sicher, dass ihr damit klarkommt. Und wenn ihr nichts außer Kuna und seinem Schatz findet, dann nehmt euch den Schatz und bringt uns unseren Jungen zurück. Er wird uns einiges erklären müssen. In Ordnung. Dann bis bald. Okay. Gottes Willen. Ich muss allen vertrauten Mitgliedern der Bruderschaft. Ich muss allen von allen das Vertraute gewinnen. Meine Fresse. Kunden habe ich schon im Haus. Mir kann ich nicht beweisen. Hallo, du da. Habt ihr... Verdammt, redet nicht so laut, mein Kopf. Ihr seht nicht gut aus. Zwergengeist. Das Zeug rühre ich nie wieder an. Habt ihr einen Kater? Ich habe fast eine ganze Flasche getrunken. Es war eine Wette. Der verfluchte Wirt hat mich herausgefordert. Also habe ich die 30 Orens bezahlt. Und als nur noch ein Schluck übrig war, habe ich das Bewusstsein verloren. Der Wirt scheint ein kluges Bürschchen zu sein. Ja, und er hat mich auch die Reinigung bezahlen lassen, weil ich mich übergeben musste. Ich fühle mich, als hätte mir eine Ziege gegen den Kopf getreten. Für einen Krug Buttermilch würde ich alles geben. Hey, wenn ihr mir welche bringt, zeige ich euch etwas. Bitte nicht hier. Hört auf zu schreien. Ich weiß von einem Schatz. Was? Ich habe hier etwas Buttermilch. Trinkt. Ah, mein Retter. Das war köstlich. Also dann werde ich mich mal wieder auf... Der Schatz spuckt es aus. Ja, richtig. Ihr müsst wissen, dass ich vor Jahren ein ziemlich vielversprechender Student der Magie war. Ich hatte enormes Potenzial, wirklich.
Aber das Schicksal hat mir einen Streich gespielt und, nun ja, eine meiner Neigungen verhinderte, dass ich meinen Abschluss machte und die Kunst vollständig erlernte. Dennoch kann ich bestimmte Kräfte spüren. In der Nähe gibt es ein Lagerhaus, in dem die Magier einst ihre Artefakte aufbewahrten. Obwohl es inzwischen verlassen ist, strahlt es immer noch. Was bringt mir ein leeres Lagerhaus? Natürlich nichts. Aber der Stein darin könnte euch interessieren. Er reagiert auf Zauber. Auf Elementarzauber, um genau zu sein. Wenn ihr ein oder zwei Tricks auf ihn wirkt, wette ich, dass er euch zu weiteren Schätzen führt. Klingt ziemlich weit hergeholt. Egal. Wo ist dieses Lagerhaus? Direkt um die Ecke. Hier habt ihr den Schlüssel. Lebt wohl. Okay. Schlüssel erhalten, danke. Keine Ahnung, wo das ist. Lagerhaus der Magier. Ist das das hier um die Ecke? Wahrscheinlich, ne? Das ist übrigens alles nicht das, was ich machen wollte eigentlich. Schurke, 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 Schurke. Junge. Sind hier viele Schurken, ne? Hallo. Du bist da zwar gerade nicht an eine Kiste zugegangen, aber ich klaue sie dir trotzdem. Was bist du, Weißburgunder? Nice. Jemand hat nach euch gerufen da in dieser dunklen Gasse. Sucht ihr ein Abenteuer? Habt ihr euch verirrt? Ihr sucht was zu schnuppern. Sucht euch ganz nach Belieben, mein Mädchen. Zack! Da warte, wenn ich die Leute arbeite. Hey. Ich nenne noch mehr von den Bastarden. Dann räume ich euch einfach nur die Truhen leer. Find's gut, dass man denen einfach die Truhen leer räumen darf. Mein eigentlicher Plan bestand übrigens darin, mal eben die Angebote zu lesen. Alle vier sagen das gleiche, okay. So. Aber glaube ich, muss einen Türkisring für Milka auftreiben. Ja, okay, der Würfelzauber. Ich kann es gegen Milka spielen, so viel gewinnen möglich, ja. Ja, ich muss mit die anderen noch gewinnen. Magische Steine im Lagerhaus der Magier. Ich muss Reise 2000 Ohrens bezahlen. Hauptwache der Stadtmann über illegalen Scheiß. Priesterin Käufer, ja. Ohren unter den Tisch trinken. Ja, also die Hälfte kann ich schon machen, glaube ich. Ich wollte es noch mal kurz so machen. Und mal eben... Ah, guck mal, hier haben wir ganz viele schon zweimal. Tempelanschlag. Pergament verziert mit dem Symbol der großen Meditele. Tempel der Meditele ruft alle untätigen jungen Frauen aus Sisimir dazu auf, dem Orden als Novizin beizutreten. Unsere talentierten Heiler können allen Arten von Krankheiten behandeln. Alle wohltuenden gesammelten Kräuter nimmt Mutter Nirka Nirka entgegen. Die Bezahlung dafür ist 3 Ohrens pro gewöhnliches Kraut aus Sima, 6 Ohrens pro Kraut aus der Stadt Dork und Hundfriedhof. Anschlag. Ein Blatt Papier mit ein paar Worten in fürchterlicher Klaue. Es wird bekannt gegeben, dass der Friedhof bis auf weiteres geschlossen wird, da dort lebensbedrohliche Bestien spuken, die allen ehrlichen Menschen, die ihn betreten, Leid zufügen. Kennzeichnet der Hauptmann. Okay, dann haben wir hier ein großes Blatt Pergamentpapier mit Preisen, die in Visima für Ungeheuerteile bezahlt werden. Ungeheuerteile, Alchemiesubstanzen und verschiedene Zutaten gesucht. Bezahle großzügig. Einen Ohren für Teile vom ertrunkenen Ghoul. 3 für ertrunkenen Toten Alghul. 6 für Flatterer und Erscheinungsteile. Verdoppelt den oberen Betrag, wenn Organe unbeschädigt und sauber gehäutet sind. Aha. Okay. Großes Blatt Pergament. Achso, das ist das. Okay, was ist das hier? Zerfleddertes Stück Kuhhaut. Ihr haltet euch für schnell und stark. Ihr glaubt, ihr habt Fäuste aus Stein. Dann versucht euch gegen die zähesten in Visima. Tägliche Faustschläge im haarigen Bären. Da waren wir schon. Mitteilung. Groß, deutlich lesbar, handschriftlich auf hellgelbem Pergament. Kloaken bis auf weiteres aufgrund dort lauernder Gefahren geschlossen. Und dann haben wir noch eine Mitteilung, die hastig hingekritzelt ist. Milka ist eine Hure. Sie lügt und betrügt. Sie benutzt gezinkte Würfel. In die Hölle soll sie sich spielen. Ja gut, habe ich erwartet. Deshalb wollte ich davor auf jeden Fall speichern.
Vom Regen leicht verwaschene Mitteilung. Riviana geht nach Hause. Okay, ein bisschen Rassismus ist ja also auch noch am Start. Cool. Ich würde sagen, ich verkaufe erstmal die Pergamentrollen, wenn ich verkaufen kann. Ansonsten schmeiße ich sie ins Lager. Ich denke, ich kann die nicht verkaufen. Hat ja überhaupt keinen Sinn. Nee, ich kann nicht verkaufen, okay. Das Bier kann ich, glaube ich, alles verkaufen. Beziehungsweise ich kann es auch saufen. Wirklich? Dann seid ihr hier. Ich. Ja? Einlagern. Bisschen Platz mal machen hier. So, danke. Ich speichere jetzt mal kurz und fällte mit ihr, aber ich denke, dass sie gefinkte Würfel ist. Was? 5 Würfeln. Und 2 Paare. Und sie hat auch 2 Paare. Ne, da 3 gleiche. 3 gleiche sind besser, ne? Nun, du hast gefakte Würfel. Du kannst einfach weitergehen. Okay, wir haben nichts Besseres gemacht und hat gewonnen. Richtig? Ich meine, ein Dreier war besser. Ja. Wobei das jetzt nicht so, so hart gezinkten Würfeln aussah, muss ich ja sagen. Das sind auch nur ein paar. Komm, jetzt kann man mal ein bisschen was Gutes hier noch kriegen, bitte. Full House. Mach das mal nach, Mädchen. Wahrscheinlich macht sie es nach. Ja, nice. Okay. Haben wir erhöht. Ich denke, ich werde das eh laden und gegen sie werden offscreen spielen, weil das dauert mir jetzt schon zu lange. Und das ein paar zu haben, ist halt nicht so interessant jetzt, ne? Nice, ein Dreier haben wir immer hingekriegt. Ein Dreier aus 5, er hat nur ein Dreier aus. Sie hat nur ein Dreier aus 4. Wenn es gut läuft. Es läuft gut, nice, wir haben gewonnen. Sexy! Ihr seid ein ziemlich guter Spieler, Hexer. Aber ich muss zugeben, dass ihr mich auch leicht durcheinander bringt. Es ist also passiert. Ich wurde bis zur letzten Münze ausgenommen. Oh oh. Vielleicht möchtet ihr einen anderen Einsatz anbieten. Es tut mir leid, aber ich vermische Geschäft und Vergnügen nicht. Ich hätte dennoch ein Angebot für euch. Ich verrate euch ein gewisses Geheimnis, wenn ihr im Gegenzug 2 andere Spieler ausnehmt, die ich kenne. Machen wir. Das kann ich machen. Woher wusste ich nur, dass ihr annehmen würdet? Sehr schön. Ihr müsst Orel und Gunn besiegen. Kehrt danach zu mir zurück, dann erzähle ich euch etwas. Okay, also Gunn ist nicht der... Orel ist der... Wo ist Gunn? Oder ist Gunn der Kellner? Nee. Also Orel können wir kurz ausnehmen. Und mir hat eine Kanone. Ich wollte das nicht machen. Geflüstert, dass ihr selbst auch kein schlechter Spieler seid. Das können wir mal fragen. Plant ihr einen längeren Aufenthalt in Vizima? Eher nicht. Es zieht ein Krieg gegen Nilfgaard herauf. Merkt euch meine Worte. Sie werden wieder nach Söldnern schreien und ich führe sie nach Süden zur Grenze. Ihr glaubt, die Schwarzharden kommen wieder? Trotz der Niederlage, die sie bei Sodden einstecken mussten? Sie wurden einmal verbrannt, also werden sie richtig heiß sein, wenn sich die nächste Gelegenheit bietet. Nilfgaard wird nicht still und leise verschwinden. Lebt wohl. Okay, ich möchte nämlich einmal kurz speichern. Ich habe nämlich keine Lust, dass der mich jetzt ausnimmt. Pokern wir. Vollgas natürlich. Ich habe ja gespeichert.
Okay, das ist schon mal zwei Paare. Und er macht ein Paar. Selbstverständlich immer Vollgas erhöhen. Schade, die Chancen standen relativ gut. Nächste Runde. Ein Paar. Oh, okay. Oh, er hat einen Dreier. Wir erhöhen natürlich trotzdem. Zack, zack, zack. Komm schon. Full House oder. Also eigentlich hilft es nur Full House. Fällt mir gerade auf. Das ist ja jetzt nicht so gut für mich gelaufen. Du hättest einfach nicht würfeln müssen, ne? Ja, okay. Wie gesagt, ich kann es nur laden, also. Okay, zwei Paare. Und er macht auch zwei Paare, aber zwei schlechtere Paare, würde ich sagen. Oder? Fünfen und Einsen sind doch schlechter als Sechsen und Dreien, oder? Ja, würde ich auch sagen. Okay, Full House. Haben wir gewonnen. Ja, das haben wir gewonnen. 200, Alter. Leck mich. Ich habe meinen gesamten Sold verloren. Wie soll ich jetzt was zu trinken bekommen? Das ist nicht mein Bier. Wir trinken auf die Reichtümer, bis wir sie nicht mehr haben. Das hat ein gewisser Zwerg immer gesagt. Ich würde sagen, wir saufen mit ihm jetzt nochmal. Lebt wohl. Speichern und jetzt saufen mit ihm. Du sitzt übrigens nicht so da drauf. Gun, okay. Gun müssen wir auch noch. Was? Nehmt an einem Wettbrinken teil, um Informationen und Belohnungen zu gewinnen. Linksklick, wenn ihr ein Gespräch trinken. Ja. Tipp. Allerdings haben Charaktere oft starke Vorlieben und verweigern möglicherweise alles außer ihrem Lieblingsgetränk. Das hatte ich ein einziges Mal. Sieh mal Gold. Wie viel muss ich denn mit ihm trinken? Keine Ahnung, wie viel ich mit ihm trinken muss. Ich denke, diese ganzen Biere sind erstmal am wenigsten wert. Deshalb saufe ich die erstmal. Warum reicht das jetzt bitte? Nein, es reicht immer noch nicht. Alter. Okay. Ah, drauf geschissen, ne? Ich hoffe, ich habe genug. Hallo? Vielleicht sollte ich jemanden aus. Ich habe keinen harten Alkohol, ja, okay. Ich bin erledigt, aber es war ein verdammter Hexer nötig, um mich zu übertreffen. Ich schätze, ich habe mich bewiesen. Gebt mir den Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Wisst ihr was? Ich habe schon lange niemanden mehr getroffen, mit dem ich mich so gut unterhalten konnte. Es ist fast so, als wären wir Brüder. Ihr müsst wissen, ich stamme aus der Familie des berühmten Reisenden, Boy wird Backhuisen. Feldwebel, der Schlüssel. Geralt, sag Ore zu mir. Wir haben zusammen getrunken. Also seid ihr mein Freund. Jedenfalls hat mein Vorfahr, dieser Reisende, dieser Abenteurer, ein Tagebuch geführt. Es ist schon fast eine Antiquität. Und seit Generationen in Besitz meiner Familie. Ich habe von Backhuisen gehört. Hat er nicht den Schwalbenturm entdeckt? Genau, das ist er. Geralt, ich habe gerade so ein schreckliches Verlangen. Nehmt das Tagebuch, mein einziger wahrer Freund. What the fuck? Und den Schlüssel zu den Kloaken. Kommt her, gebt uns einen Kuss. Vielleicht ein andermal. Geralt, hätte ich aber ruhig küssen können. Richtiger Assi, ey. Gut, mit dem Vino konnten wir auch saufen. Das sollte ich jetzt besser nicht mehr machen. Grusil. Hallo Kellnerin, ich möchte bitte schlafen. Ja, ich möchte. Nein?
auf. Ach, ich muss zu ihrem Mann, ne? Darf ich hier ein Schwert sehen? Nein? Man ist übrigens im Seitwärtsschlaufen schneller. Großer Tipp beim Besoffensein. Also jetzt nicht unbedingt in der Realität, aber immerhin in The Witcher. Du kannst mich hier mal pennen lassen. Umsonst? Nice. Wie lange geht denn das? Trunkenheit. Steht da nicht. Nee. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich geschlafen habe. So, da sind wir wieder. Hat 6 Stunden gepennt, glaube ich. Wir sprechen jetzt nochmal mit ihm, weil wir hatten ja auch eben noch die Auswahl, ihn über die Bruderschaft ein bisschen was zu fragen. Ich sage ja. Gunn schickt mich. Er hat also doch noch entschieden, euch aufzusuchen. Das freut mich sehr. Hexer, glaubt mir, Reißer ist ein mieser Hurensohn glaub und verdient einen Schlag vor den Kopf. Und als Gruppe ist so etwas immer einfacher. Ja, Gunn hat außerdem einen Schatz erwähnt. In der Tat. Er könnte gerade groß genug sein, um die Schulden eures Freundes zu bezahlen. Aber genug geplaudert. Es gibt einige Sitten, an die wir uns halten müssen. Sitten? Um das Vertrauen der Bruderschaft zu gewinnen, müsst ihr jeden von uns im Duell besiegen. Flaschen und Krüge sind die Waffen meiner Wahl. Ach, nicht schon wieder. Wer noch steht, gewinnt? Ja, und üblicherweise ist das Grifferin. Ich hab aber nix. Seid ihr bekloppt? Ich dann seid ich. Ja? Okay, ich kenn's aber immer mit ihm jetzt auf dem Gut. Was genau ist diese Bruderschar? Während des Krieges haben wir in einer Einheit gedient. Ich, Gunn, mein Bruder Grusel, Navik und Kuna. Möge er in Frieden ruhen. Wann immer ich mich umgesehen habe, waren wir alle zusammen. Wie seid ihr zu Zivilisten geworden? Ein Mann kann nur ein gewisses Maß an Schrecken ertragen, ohne wahnsinnig zu werden. Wir hatten genug von den Kämpfen und den Plünderungen und entschieden, uns ein ehrliches Leben aufzubauen. Uns irgendwo niederzulassen, versteht ihr? Warum habt ihr euch für Vizima entschieden? Wir haben Hölzchen gezogen. Die anderen Optionen waren Ochsenfurt, Maribor und Sintra. Okay, dann müssen wir bei seinem Frauchen mal Schnappes kaufen. Und ihn, wieso sitzt Vino jetzt hier? Und ihn auch noch unter den Tisch trinken. Kaufen wir einfach die und die und die. Das sollte reichen, oder? Nehme ich vorsichtshalber noch was. Das will ich nicht versaufen. Die sind mir zu teuer. 10 20 Soldatenfüße und Tümmerische Augen würde kosten auch 20. Ja, da kann ich notfalls Tränke rausbauen, die ich kaufen kann. Und wie viel Geld haben wir aktuell? 224 nur noch. Okay, ich glaube, ich habe gerade relativ viel Geld dafür ausgegeben. Hallo, Freund. Wirklich, danke. Ich hätte die wahrscheinlich auch einfach finden können. Also klauen, um genau zu sein. Endlich wieder trinken. Ja, dann kratz halt dran. Problem ist, wenn man das nicht in eins durchzieht, dann muss man ja von vorne anfangen und man ist dann schon besoffen. Und das Zeug knallt halt nicht rein, ne? Die starken Sachen. Was? Das war's schon? Okay. Das ist nicht gut. Ich sehe dreifach. Hexer, ihr seid ein guter Mann, ein guter Mann. Ich habe gewonnen. Wenn ich es nur bis zu dieser Bank schaffen würde. Ihr seid ein echtes Schwergewicht. Das viele Trinken hat mich hungrig gemacht. Ein Schmorbraten wäre jetzt genau das Richtige. Hättet ihr Lust? Oh ja. Ich muss alle Mitglieder der Bruderschaft besiegen. Ich muss versuchen, den Hund mit Hilfe eines Schmorbratens von der Tür wegzulocken. Hat er mir einen Schmorbrat gegeben?
Das ist Schweinefleisch, aber okay. Schlafen. Und ich würde sagen, das reicht für heute auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.